Oh, the weather is bright and standing. The weather is super again. Let it snow. Ach, ich kann den Text. Ach, Leute. Ihr seid ja auch schon da. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Rockt doch auf jeden Fall schon mal den Like-Button. Es wäre richtig einfach. Und lasst ein Abo da. Vielleicht schaffen wir heute 1000 Likes, was ich sowieso nicht glaube. Ja? Übrigens, das Mikrofon ist schon bestellt. Die Tonqualität ist immer noch ein bisschen schlecht. Ich warte drauf. Heute ist es da. Und morgen kommt es dann passend auch zum Samstagsvideo. Und ich dachte mir mal, die Weihnachtszeit steht vor der Tür, Leute. Die Weihnachtszeit, wie ihr jetzt hier sehen könnt, steht vor der Tür. Wer kann sich noch an Elf on the Shelf erinnern? Der kleine Elf on the Shelf, der jedes Jahr zur Weihnachtszeit auf den Tannenbaum kommt, unter die Geschenke. Ich weiß nicht, was er macht. Vielleicht klaut er die Geschenke, vielleicht ist er böse, vielleicht ist er gut. Ich weiß es nicht. Wir können ihn auch noch mal gerne, wenn ihr darauf Bock habt, morgen in FaceTime anrufen oder spätestens am Samstag, das verspreche ich euch. Wir können ihn anrufen. Und deswegen dachte ich mir mal, wir schauen uns heute nicht diesen Film an, den können wir uns morgen anschauen, einen Kinofilm mit ein bisschen lecker Popcorn. Wir schauen uns heute 5 oder 7, ich muss nochmal nachschauen, echte Elf und eine Chef an, die auf Kamera gesichtet worden sind. Und ich würde sagen, let's go. Also Leute, ich würde sagen, lasst uns mit den ersten gleich mal starten. Da sehen wir einen Elf und einen Chef, irgendeine Frau, und sie nimmt sich vor den Weihnachtsbaum auf. Und hinter ihr ist der Elf. Könnt ihr ihn sehen? Aber denkt ihr, er ist irgendwie hochgeklettert? Also sie erklärt jetzt irgendwie, wie er aus seinem Haus irgendwie rausgeklettert ist. Okay, es ist heftig, gib dich mal. Elf on the Shelf geht in sein Versteck. Denkt ihr, das sind alle Süßigkeiten und Geschenke versteckt? Und dann hat sie, sie hat die Kamera aufgenommen, um zu sehen, wie er vom Weihnachtsbaum, sie hat ihn wahrscheinlich auf dem Weihnachtsbaum getan, zurück in sein Versteck läuft. Oh mein Gott, das ist echt gruselig, gib dich mal. Und er geht rein. Dich. Nochmal ganz kurz zum... Heftig. Und wahrscheinlich jedes Mal, wenn die Frau schlafen geht, kommt der Elf raus. Also, wir haben weiteres. Wo der Elf in der Küche ist. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir den Elf und den Chef morgen anrufen, Leute. Habt ihr Bock drauf? Bitte schreibt es in die Kommentare. Und schreibt auch mal rein, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Das würde mich auch mal interessieren. Ihr seht, der Elf und der Chef klaut sich. Was klaut er da? Er klaut sich Süßigkeiten. Und er versteckt sich in die Kiste rein. Okay, heftig. Das nächste, was wir haben, ist, dass irgendwie ein Elf und ein Schaf, er wurde schon mal in einen Käfig eingesperrt. Ja? Das letzte Mal, wo er gesehen worden ist. Ja, hier oben. Er wurde eingesperrt, weil ihr wisst, die Elf und die Chefs können umkommen, wie er vorher gesehen hat. Und er hat es irgendwie geschafft, da rauszukommen, aus diesem Käfig. Heftig. Und der springt auf den Weihnachtsbaum rauf, auch zu der Spitze. Da könnt ihr ihn sehen. Um 2.39 Uhr. Ja? Heftig, 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 Leute. Gebt euch mal. Wer von euch hat Angst vor Elf und dem Chef? Ja? Jetzt auch bei diesem Video. Er geht einfach mal runter die Treppe und fährt einfach mal mit dem Feuerwehrauto raus. Ist das heftig? Dann versucht er irgendwie in diese Socken. Er haut die Socken runter. Krass. Und fährt mit seinem Spielzeugauto weg. Oh mein Gott. Ich weiß nicht so ganz, ob das so eine gute Idee ist, ob wir auch den Elf und den Chef bestellen sollen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, Leute. Hier geht er runter. Nochmal aus seinem Wagen. Heftig, heftig. Okay, wir haben den nächsten.
dieser Typ hier, oder Dad, ja, hat auch eine Kamera aufgestellt und ihr seht im Hintergrund, dass sich Erf ohne Schlaf bewegt. Ja? Gebt euch mal. Und er hat es einfach mal aufgenommen. Krass, okay. Gebt euch mal, da hinten war er gewesen, also hinter den, ja, hinter diesem Vater. Und dann ist er irgendwie, zack, über die Kamera geflogen. Aber der Typ hat gecheckt, ja. Ich glaube, wir sollten, sollen wir ihn anrufen? Boah, es wird echt gruselig, Leute, es wird echt gruselig. Ich brauche auf jeden Fall eure, eure Unterstützung dazu. Rockt auf jeden Fall mal den Like-Button. Beim nächsten Shot, ihr könnt schon mal schauen, ob ihr ihn irgendwo sehen könnt. Er geht irgendwie nach oben. Krass. Okay, da muss man aber echt extrem genau hinschauen. Heftig. Und das Ganze wirklich immer nachts während der Teufelsstunde. Das ist das Schlimme an der Geschichte. Gebt euch mal, hier läuft er. Hier könnt ihr sehen, ganz rechts außen, ja, mit einer Nachtkamera. Okay, heftig. Das nächste Video hat wahrscheinlich Elf wieder nachts im Haus rumgespielt und hat sich Peanut Butter und irgendwelche krass, sogar Elf und the Chef Cookies geklaut. Und so wurde er am nächsten Tag entdeckt, gebt euch mal. Okay, also mit diesem Ding ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Wer von euch hat auch den Weihnachtsbaum, auch Elf on the Shelf? Lasst es mich auch mal wissen. Das würde mich auch sehr, sehr interessieren. Heftig, heftig. Das ist ein Elf und ein Chef auf, wo ist er, auf der Toilette? Es liegt wahrscheinlich eine Kamera auf dem Boden und es ist zufällig aufgenommen worden. Und dieser Elf hat es irgendwie geschafft in die... Krass. Er hat wahrscheinlich wirklich gecheckt, dass aufgenommen wird. Gebt euch mal. Von mir schaut so lieb und unscheinbar aus. Okay, wir haben noch mal als letztes noch mal eine Security-Kamera. Da haben wir auch einen Jungen, der diesen Elf und den Chef erstmal ausgepackt hat. Ich glaube, wir sollten ihn, sollen wir uns ihn erstmal bestellen oder ihn erstmal in FaceTime anrufen. Ja, ihr seht, der Junge freut sich extrem, er hat den ausgepackt und sie haben eine Security-Kamera aufgestellt. Und jetzt sehen sie, dass der Elf, oh mein Gott, sich einfach mal vor der Kamera bewegt hat. Ist das gruselig, Leute, oder ist das gruselig? Und als sie am nächsten Tag wieder nachgeschaut haben, war er ganz normal da gewesen, ja? Also ihr seht, also wenn man die Kamera ausstellt, kann man sehen, oh mein Gott, dass es sich bewegt. Okay, wir haben den nächsten. Er hockt irgendwie oben auf den Vorhang, er geht nach unten. Also das ist wirklich heftig, dass man ihn wirklich auf Kamera sehen kann. Er geht nach unten, er fällt nach unten und dann kommt er vor die Kamera und seine Augen sind wirklich die gruseligsten überhaupt, Leute, finde ich. Er schaut immer so nach links, ja. Heftig. Der Typ ist echt creepy. Da ist der nächste. Er läuft auch wieder ganz normal. Krass, okay, und da war das, wo wir schon am Anfang gesehen haben. Die haben ihn einfach mal Earth Isolation House, ja, um ihn einfach mal einzusperren, weil er wahrscheinlich schon so viel Trouble gemacht hat. Und er hat es irgendwie geschafft, krass da rauszukommen. Oh mein Gott, sollen wir ihn wirklich bestellen? Der Typ ist crazy, Leute.
Der Typ ist crazy und gefährlich. Gebt euch mal. Er hat es geschafft, rauszukommen. Und die Kamera zu holen. Ich glaube, das ist jetzt das Letzte. Er ist nochmal vom Weihnachtsbaum runtergekommen, steigt ins Auto ein und fährt einfach mal mit seinem Auto weg. Währenddessen die Roberts Family, als sie anscheinend einfach mal geschlafen hat. Okay, es ist richtig creepy, Leute. Also, wir stellen eine Kamera auf. Morgen werden wir den Elfen spätestens am Samstag in FaceTime anrufen, Leute. Und das war es auch schon gewesen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Morgen kommt dann auch das neue Mikrofon und lasst ein Like da. Und wir müssen wieder rocken, Leute. Ja? Wir müssen wieder rocken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.